Die AfD ringt einen Wahlerfolg nach dem nächsten. Die Bundesregierung führt immer mehr Abschiebungen durch. Und in Bayern will die Staatsregierung Migrantinnen durch das sogenannte Migrationsgesetz auf eine Leitkultur verpflichten. Und auch an der LMU wollte die AfD eine Zulassung als Hochschulgruppe. Dagegen haben wir mehr als 1000 Unterschriften gesammelt. Denn wir dulden keine sexistischen und rassistischen Positionen an unserer Uni. Wir wollen eine offene Uni für alle. Auch Geflüchtete müssen das Recht haben, an der Uni zu arbeiten und zu studieren. Dazu müssen alle ihre Abschlüsse anerkannt werden. Auch ist die AfD zutiefst LGBT- und frauenfeindlich. Sie will den Zugang zu Abtreibungen erschweren und unterstützt ein konservatives Familienbild. Wir hingegen fordern gleichen Lohn für gleiche Arbeit. Auch wollen wir das volle Adoptionsrecht und die Ehe für gleichgeschlechtliche Paare. Und wir wollen das binäre Geschlechtersystem überwinden. Denn wir fordern die Schaffung von unbürokratischen Möglichkeiten zur Änderung des Geschlechts. Die Kriegsforschung an der LMU für Bundeswehr und US Army muss gestoppt werden. Dieser Mann interessiert sich vor allem in der Forschung an der grünen Bombe. Die soll zwar Menschen töten, aber dabei die Umwelt schonen. Das Geld muss stattdessen für zivile Projekte verwendet werden. Was? 250? Wie soll ich das bezahlen? Das Semesterticket ist einfach 20% teurer geworden. Mein Lohn ist immer noch bei 18,50 Euro, mindestens. Soll man das nicht bezahlen? Um eine Uni ohne Rassismus und Sexismus zu erreichen, müssen die Studierenden und Beschäftigten selbst entscheiden können. Statt allmächtigem Hochschulrat und machtloser Studierendenvertretung wollen wir ein Uni-Parlament mit allgemeinpolitischem Mandat. Für eine demokratische Uni der Arbeitenden und Studierenden. So. Wenn ihr Lust habt, gemeinsam mit uns eine offene, solidarische und demokratische Uni aufzubauen, seid ihr herzlich zu unserem Treffen eingeladen.